Hey Leute, Torper hier und bevor ich zu Jahr 3 von Rainbow Six Siege komme, möchte ich einer Frage zuvorkommen, die sich wahrscheinlich viele von meinen Langzeitabonnenten stellen. Denn was war in den letzten Monaten los? Wo waren die Videos? Wo war ich? Was ist passiert? Warum sind keine Videos gekommen? Ich habe auch einige Kommentare in die Richtung bekommen, was ist denn los? Und eigentlich war es ein großer Grund, warum ich keine Videos machen konnte in den letzten Monaten, denn ich bin umgezogen und dieser Umzug verlief alles andere als planmäßig. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Dazu kamen noch viele kleinere Probleme, auf die ich gar nicht erst näher eingehen will, weil das wäre einfach nur Zeitverschwendung und wird den Rahmen sprengen. Ich wollte einfach nur das aus dem Weg schaffen. Also dieser Umzug hat echt mega viel Zeit gekostet, viel mehr als ich dafür eingeplant habe. Und deswegen musste ich so lange eine Auszeit nehmen. Und ich habe gezielt jetzt diesen Punkt gewählt heute, um wieder einzusteigen, denn wir stehen unmittelbar vor Jahr 3 von Rainbow Six Siege. Im Moment laufen die Invitationals. Wer es nicht weiß, was die Invitationals sind, das ist der Jahresabschluss der Pro League von Rainbow Six Siege. Ein großes Turnier, die besten Teams der Welt spielen gegeneinander. Und natürlich nutzt Ubisoft da die Chance, um Jahr 3 vorzustellen, den neuen Content für die neue Season. Beginnt am 6. März vorzustellen. Und da ihr wahrscheinlich schon so viel darüber gehört habt, da auch schon mittlerweile so viel veröffentlicht wurde, möchte ich hier in diesem Video einfach nochmal alles zusammenfassen, was wir bis jetzt so wissen. Bitte denkt dran, ich nehme dieses Video donnerstags abends auf. Ihr werdet das Video am Freitag sehen, also morgen, vor dem Invitational-Wochenende quasi, vor dem Finale der Invitationals an diesem Wochenende. Und deswegen werden vielleicht noch bis dahin, bis ihr das Video sehen werdet, noch ein paar Informationen dazukommen. Aber ich fange jetzt einfach mal an, denn die erste Season von EA3 in Rainbow Six Siege wird richtig geil. Warum? Nicht nur wird es mit Operation Chimera eine brandneue Season mit zwei brandneuen Operatoren geben, nein, es wird mit Operation Outbreak auch erstmalig ein Koop-Event in der Geschichte von Rainbow Six Siege geben. Die Details zu Operation Outbreak und diesem Koop-Event will ich euch später in diesem Video vorstellen. Wir legen unseren Fokus jetzt voll auf die zwei neuen Operator und deren Spezialfähigkeiten. Die erste Besonderheit, die diese beiden Operator betrifft, ist, sind beides Angriffsoperator. Das ist auch was erstmalig ist für Rainbow Six Siege. Bis jetzt haben wir pro Season immer einen Angreifer, einen Verteidiger bekommen. Jetzt kriegen wir zwei Angreifer und irgendwann dann wahrscheinlich auch mal zwei Verteidiger. Wer sind die beiden? Einer ist Franzose und trägt den Namen Leon oder Lion, je nachdem wie man will. Und die andere ist Russin und trägt den Namen Finca. Leon hat eine Drohne, die dazu dienen soll, Quarantänegebiete zu sichern. Soweit die offizielle Version von Ubisoft. Es gibt natürlich schon ein Leak, wie das Ganze gameplay-technisch umgesetzt werden soll. Das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Mit der Hilfe von Leons Drohne seid ihr in der Lage, Gegner durch Wände zu erkennen. Die Drohne verschafft euch einen Überblick über die gesamte Karte und sobald sich Feinde bewegen, sind sie für 3 Sekunden auf der Minimap sichtbar. Insgesamt könnt ihr die Drohne bis zu 3-mal einsetzen. Hier stellt sich mir die erste Frage, welche Minimap, denn die gibt es in Rainbow Six Siege nicht, wird aber wahrscheinlich mit dem Gadget kommen. Ansonsten hat Leon eine V308, das ist eine Waffe, die gibt es im echten Leben nicht, ist aber allerdings, wie ihr auf dem geleakten Foto seht, eine Abwandlung der Vector. Die Besonderheit hier, ihr seht es, 50 Schuss Magazin, dafür allerdings nur 850 Feuerrate, die Vector 1250, glaube ich, Feuerrate. Die weiteren Waffen sind das HK417 Sturmgewehr. Leon ist Franzose, ihr kennt das 417 von Twitch als DMA. Wie das Ganze als Sturmgewehr aussieht, bleibt auch abzuwarten. Außerdem hat er noch eine Shotgun, aber ich glaube, auf die brauche ich jetzt im Moment nicht weiter eingehen. Finca hat selbstauflösende Nanobots, von denen das gesamte Team profitiert. Soweit die offizielle Version von Ubisoft. Laut Leak sind diese Bots einfach HP-Boost. Sie kann Leute wie Doc mit 40 HP overhealen, das heißt, sie kann von 100 auf 140 oder einfach 40 HP die Lebensanzeige steigern. Dieser Boost hält für etwa 10 Sekunden und kann 2-mal eingesetzt werden von Finca. Zwischen den Anwendungen liegt allerdings eine Cooldown-Zeit. Interessante Fähigkeit, allerdings nicht so interessant finde ich wie die von Leon.
Die ist halt mehr situationsspezifisch, gerade wenn man irgendwo einen Punkt pushen will. Dann denke ich, wird das auf jeden Fall was bringen, wenn man sich da so hochpushen kann mit dem gesamten Attacker-Team. Finke hat außerdem das Spear 308 Sturmgewehr. Auch eine Waffe von Ubisoft erfunden. Wie die aussieht, da gibt's, habe ich kein Foto zugefunden. Werden wir abwarten müssen. Außerdem hat sie das 6P41 LMG. Das kennt ihr. Die ist Russin. Die hat dasselbe LMG wie Fuse. Und die SASG 12 Shotgun. Die kennt ihr von Kapkan und Tachanka. Ein paar Details zu dem Sturmgewehr noch. Es hat einen Schaden von 38 Punkten und eine Feuerrate von 780. Und das hat im Gegensatz zu der Version von Lyon nur 30 Schuss. Eine neue Multiplayer-Map wird es übrigens mit Operation Chimera nicht geben. Dafür kriegen wir Operation Outbreak und diesen Koop-Modus, zu dem ich jetzt kommen möchte. Und dieser Koop-Modus, ich fange erstmal mit dem Setting an, das sich Ubisoft dafür ausgedacht hat. Es ist eine russische Sonde über einer Stadt in New Mexico abgestürzt und diese hat in diese ganze Stadt mit einem Zombie-Virus infiziert, so. Ich will immer identifiziert sagen, aber das ist falsch. Und da ist es dann halt jetzt so, diese Stadt wurde unter Quarantäne gesetzt und Team 6 ist dafür verantwortlich, diesen Zombie-Virus in dieser Stadt auszurotten und natürlich die Verbreitung über die gesamten USA zu verhindern. Klassisches amerikanisches Setup würde ich es nennen. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Wann geht das Ganze live? Auf dem Testserver könnt ihr schon nächste Woche Dienstag am 20. Februar Operation Outbreak und auch Operation Chimera antesten. Und live, wirklich live gehen tut es dann am 6. März auf allen Plattformen mit Operation Chimera gemeinsam. Das ist der Punkt, wann die neue Season startet. Operation Outbreak allerdings wird nicht wie die neue Season 3 Monate gehen. Nein, Operation Outbreak geht nur 4 Wochen lang, dieses Koop-Event. Und dann könnt ihr mit bis zu 3 Spielern, also im Dreier-Team, auf 3 extra gestalteten Maps Zombies abschlachten, wenn man so will. Welche Operator sind dafür vorgesehen, die ihr spielen könnt? Die 2 neuen Operator natürlich, Leon und Finca, Smoke, Ying, Buck, Kapkan, Ash, Doc, Tachanka, Glass und zu guter Letzt der gute alte Rekrut. Wie das Ganze aussieht, also die Maps werden wahrscheinlich mehr linear sein und natürlich draußen in einer Stadt, also nicht so, dass ihr irgendein Haus oder so erobern müsst. Ist natürlich logisch, ihr werdet linear geführt, wie in einem Singleplayer-Spiel halt, wo ihr Zombies noch und nöcher abknallen müsst. Eine weitere Besonderheit, die mit Operation Outbreak kommt, sind die Operation Outbreak Alpha Packs. Richtig geile Sache, habe ich mir gedacht, als ich davon gehört habe. Es wird 50 verschiedene Skins geben, die nur in diesen Operation Outbreak Alpha Packs zu haben sind. Und das Geilste daran ist, es wird keine Duplikate geben. Das heißt, ihr kriegt keine doppelten Packs. Und ihr kriegt am Anfang, wenn ihr euch einloggt, während Operation Outbreak sogar 4 von diesen Alpha Packs geschenkt. Das ist natürlich überragend, bis auf einen Punkt. Und da muss ich sagen, das ist was, wofür ich Ubisoft leider kritisieren muss. Ich verstehe, sie müssen Geld machen, aber diese restlichen 46 Packs, die ihr dann noch braucht, um alle Skins zu haben, müsst ihr mit Rainbow Credits kaufen. 300 Rainbow Credits soll ein Pack kosten. Heißt, ihr müsst 100 € ausgeben, wenn ihr wirklich alle Skins haben wollt. Dann bleiben zwar noch ein paar Rainbow Credits übrig. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden, ob es ihm wert ist, die ganzen Skins für 100 € zu kaufen. Wie gesagt, es wird keine Duplikate in den Packs geben. Das ist fair auf jeden Fall, dass ihr da nicht Ansehen für Geld kriegt quasi. Ich bin mal gespannt. Ich warte erstmal ab, wie die Skins im Ganzen aussehen, was für 4 Skins ich kriege. Und dann gucke ich mal, ob ich mir mal ein paar von diesen Packs noch anschaffen werde. So viel erstmal zu dem, was mir jetzt bekannt ist. Wie gesagt, ich war eine lange Zeit raus. Ich mag das ein oder andere vergessen haben. Zum Schluss dieses Videos möchte ich euch noch den Plan für dieses Wochenende vorstellen. Was passiert wann am Wochenende bei den Invitationals? Die ganzen Zeiten, die ihr da seht, müsst ihr plus 6 Stunden rechnen, um deutsche Zeit zu bekommen. Das sind amerikanische Zeiten. Heißt, am Freitag geht es um 2:30 los mit einer Eröffnungszeremonie und am Samstag und am Sonntag geht es um 4 Uhr los deutscher Zeit. Und die wichtigsten Termine für all das, was ich jetzt hier im Video so zusammengefasst habe, sind am Samstag um 21:45 wird Operation Chimera vorgestellt, Leon und Finca werden vorgestellt
Und am Sonntag um 5 Uhr deutscher Zeit nachmittags wird Operation Outbreak vorgestellt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das Ganze am Montag auf jeden Fall zusammenfassen. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder voll im Geschäft. Ich habe jetzt endlich wieder Zeit, Videos zu bringen. Ich bedanke mich auch am Schluss nochmal für den Support, für die ganzen Kommentare und dass ihr mir treu geblieben seid und hoffentlich auch in der Zukunft treu bleibt. Lasst mich vor allen Dingen mal eure Meinung wissen, weil ich war jetzt ein bisschen raus. Wie seht ihr Rainbow? Zockt ihr Rainbow überhaupt noch? Könnt ihr auch ein paar geben, die mittlerweile schon abgewandert sind von Rainbow? Und was haltet ihr von Operation Chimera? Und was haltet ihr von Operation Outbreak, dem Koop-Event? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und sagt zum Ende des Videos, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Haut ihr rein, euer Topper. Jackal's right behind you, Valk. Yeah. That's Jackal, that's Jackal. Be Windows Sledge.